Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Flughafen Feuerwehr Simulator 2013. So, in der letzten, beziehungsweise in der ersten Folge, habe ich das Tutorial-Spiel gemacht. Und habe auch abgespeichert, wie man hier sehen kann. Sind wir jetzt Feuerwehrmann Anwärter. Haben noch 5 Punkte, ist ja auch verständlich. Das ist unser erster Spieltag und unser erster unfallfreier Spieltag. So, dann fangen wir einfach mal an. Im Tutorial hat der unser Ausbilder bzw. unser Führer, der uns alles gezeigt hat, ein Fahrzeug schon zugeteilt, nämlich den Florian 1, das war dieser kleine Golf, den wir jetzt auch in diesem Rang, mit diesem Rang bekommen werden, dauerhaft, bis wir halt den zweiten oder den dritten Rang bekommen, je nachdem. Und ja, will ich einmal sagen, warten wir, bis es fertig geladen ist. Und dann fangen wir mal an mit unserem ersten Spieltag. Guten Morgen zusammen. Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Zunächst zu unserem Feuerwehrmann-Anwärter. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu. Nachdem du den Feuerlöscher für den Füllstand und das Fahrzeug auf seine Funktionalität geprüft hast, bist du heute auch für unsere Lieblingsbeschäftigung, die Zaunkontrolle, zuständig. Dazu muss der gesamte Geländezaun abgefahren und auf mögliche Beschädigungen kontrolliert werden. Findest du beschädigte Stellen, so meldest du deine aktuelle Position per Funk an den Leitstand. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. So. Dann zoomen wir mal die Karte ein bisschen raus, damit Moin. Wir sie größer sehen. Wie geht's? Guten Morgen. Dann will ich einmal mal sagen, gehen wir erstmal in die Küche. Denn jeder gute Morgen fängt erstmal mit einer Tasse schönem heißen Kaffee an. Wie bei den meisten wahrscheinlich von euch auch, ne? Morgen. Morgen. Mit einer Pizza. Okay. Trinkst du auch einen Kaffee? Ja, einen Kaffee trinke ich gerne, aber eine Pizza zum Frühstück? Nee, danke. Das war eine schlechte Idee von Miss Games. Ja, eine Moin. Pizza zum Frühstück. Wäre auch mal was, man probieren sollte. Gut, und da der jetzt gesagt hat, wir müssen Zaunkontrolle machen gehen. Und der Flughafen ja nicht gerade klein ist. Mache ich mal das Tor schon auf, steige in mein Fahrzeug ein und dann will ich mal sagen, da wir jetzt in der Nähe von dieser Landebahn 06 sind, fahren wir da gleich mal hin. Florian 1, der Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Fangen dann da hinten mit der Zaunkontrolle an. Wollen Sie auch sagen, die Fahrzeuge sind alle irgendwie gleichwendig. Also das Auto verhält sich wie so ein fetter LKW. So. Fetter Feuerwehrlastwagen hier. Ja, mit der Handbremse, mit den Kurven geht zwar. Allerdings, wer zuvor auch noch nicht so GTA richtig gespielt hat, mit Handbremse und so, sollte es vielleicht auch ein bisschen üben. Hier sieht man jetzt schon eine Stelle, eine beschädigte Stelle im Zaun. Das kann ich jetzt hier melden. Florian 1 an Leitstand, melde ein Loch im Zaun an meiner derzeitigen Position. Verstanden. So. Für die, falls
die sich gefragt haben, warum ich hier so schnell am Zaun vorbeiheiz und nicht nach kaputten Stellen suche. Wie man gerade gesehen hat, die sind mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Und im Normalfall sieht man die auch schon von hier, wenn sie irgendwo da hinten in der Ferne sind. Von dem her ist es kein Problem. Aber es gibt auch wirklich Zeitpunkte, wo ich sie selbst mit diesem Ausrufezeichen übersehen habe. Was natürlich im Regelfall nicht vorkommen würde oder sollte. Aber irgendwie bin ich dann doch manchmal ziemlich verpeilt und fahre einfach durch die Gegend und achte gar nicht so auf mein Umfeld. Und da hinten sieht man nämlich auch so kleiner orangener Punkt, so schimmern. Das ist dann auch so ein Ausrufezeichen. Aber hier ist auch einer auf jeden Fall. Florian 1 an Leitstand, melde ein Loch im Zaun an meiner derzeitigen Position. So. Verstanden. Noch ein Loch gemeldet im Zaun. Einsatzbefehl für Florian 1. Uns erreicht eine Meldung vom neuen Frachtterminal an Gate E. Hier wurde eine leichte... Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Ich habe mich gerade gedrückt, normalerweise lasse ich solche Meldungen immer ganz laufen, aber ich bin gerade auszusehen, statt auf V auf F gekommen. Okay. Man sieht, ich habe selber damit Schwierigkeiten, mit Handbremsen so zu arbeiten. Und ich merke, ich war auch gerade total falsch. Egal, ich heiz die Tür gerade. Ich muss mich beeilen. Ne, eigentlich habe ich noch 3 Minuten Zeit, aber das ist mir jetzt ziemlich egal. Ich beeile mich gerne mit dem Feuerwehrauto. Würde ich in echt aber auch machen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde dann quasi meine Autorität schamlos ausnutzen, aber ich meine, wer kann's, ne? So. Wo ist das Feu? Ich bin glaube ich vorbeigefahren. Egal. Nicht so schlimm, dann fahre ich hier rum. Oder da rum. Wo ist denn das Feuer? Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. So, Feuerlöscher rausholen und löschen. Da ist aus. Das auch aus. So, das Feuer wurde erfolgreich bekämpft. Der Einsatz kann nun abgemeldet werden. Und alle Einsatzfahrzeuge können auf die Wache zurückkehren. Bitte melden Einsatz. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf. So, was wir jetzt machen werden ist, ich fahre einfach geradeaus weiter. Da zurück, wo wir hergekommen sind, also von hier, von genau geradeaus, ne? Warum müssen wir noch ausmachen? Voll vergessen. So. Handbremse. Ist echt nicht so einfach. So. Fahren wir hier einfach mal geradeaus zurück. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wo wir waren. Aber so ungefähr fällt es mir doch noch ein. Ich glaube zumindest hier. Ich fahre einfach hier über das Gras ein bisschen herum. Ich meine, gut, wenn wir jetzt ein Ausrufezeichen übersehen haben, sieht man ja dann immer noch. Aber ich meine, fangen wir einfach von hier bitte an und fahren dann links rum. Weil wir kommen ja hier von der 6, von der 06, von da hinten. Dann fahren wir einfach hier Richtung 32R rechts. Ups, zu weit gefahren. Hier lang. Ich glaube, hier waren wir auch. Ja. Hier wollte ich dann gerade um die Kurve, dann kam der Notruf, genau. So.
den mal ganz schnell. Jetzt sieht man hier nochmal wieder ein Ausrufezeichen. Florian 1 an Leitstand, melde ein Loch im Zaun an meiner derzeitigen Position. So, wurde ich mir auch gemeldet. Fahren wir einfach hier auf dem Weg weiter. Das da hinten beachten wir einfach gar nicht. Das ist unwichtig. Fahren einfach hier weiter. Bleiben auf unserem Weg. Und wenn ich quasi fast nichts mehr sehe, weil es dunkel ist. Ach, Mann, ach, da ist der Weg. Ich habe gerade total den Weg verloren gehabt, aber jetzt geht es einigermaßen wieder. So, jetzt haben wir jetzt im Spiel schon 22 Uhr. Das heißt, unsere Schicht geht dann also ungefähr nur noch 10 Stunden. Ja, von 10 bis 8 Uhr morgens, das sind... Oh, was war das? Von 10 bis 8 Uhr morgens, das sind genau 10 Stunden. Heißt das jetzt also. Und gut, man kann bis zu 4 Überstunden machen. Das heißt, bis 12 Uhr mittags kann man noch Schichtüberstunden machen. Und dann wird man halt automatisch nach Hause geschickt, das heißt die Schicht beendet sich automatisch. Und ansonsten ab 8 kann man halt zur Wache zurückfahren und dann sich an diese Stechuhr abmelden, die man auch im Tutorial gesehen hat. Die seht ihr dann auch nochmal, wenn wir uns nachher abstempeln gehen. Jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, so im großen Ganzen kaputte Stellen finde ich gar nicht mehr. Fahren halt die Strecke komplett ab, dann sieht man ja noch, ob da was ist oder nicht. Wenn halt dann schon wieder ein Notruf dazwischen kommt. Was ich allerdings vermute, dass es demnächst passiert, weil halt schon ewig lang keiner mehr kam. Einsatzbefehl für Florian 1. Und wie ist das? Im unteren Wartebereich an Gate B des Passagierterminals wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Passt auf euch auf. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. So, an Gate B vom Passagierterminal. Ganz arg fies den Bus überholt. Jetzt hier der Flughafenwacht die Vorfahrt geschnitten. So, Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Eigentlich noch nicht, aber ich habe mich total verbrennt zu ISB. Oh nein! Die Feuerwehr ist ja schon da, aber ihr müsst halt ein bisschen ruhig sein. Ruhe bewahren. Hilfe. Ihr kapiert es nur alle nicht. Oh nein! Es brennt nichts wie weg hier! Das brennt und das verfolgt sich auf. Ihr könnt lachen. So. Feuer wurde bekämpft, Einsatzteam abgemeldet, werden alle auf die Wache zurück. Oder Einsatz abmelden. So. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Das haben wir. 3 Uhr nachts, 3 Uhr morgens. Das heißt, so an sich geht die Schicht nur noch jetzt 4 Stunden, 4,5 Stunden. Ob ich jetzt nochmal zur Zaunkontrolle zurückkehre, glaube ich sehr weniger. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach zur Wache zurück. Ich fahre jetzt einfach zur Wache zurück, mache vielleicht einen Sport wie 4 Stunden oder die schlafen oder irgendwas anderes. Und dann ist glaube ich Schichttag zu Ende, der erste.
soll ich noch ganz anderen Leuten allen die Vorfahrt schneiden, wie sich für ein Feuerwehrmann gehört. Und ja, eine ganze Art viel zu beholen. Dann kann man noch tanken gehen. Und wenn ich schaffe, mich zu drehen, aber ich schaffe es einfach nicht, mich zu drehen. Einsatzbefehl für Florian 1. Ist das ein Ernst? Vom unteren Wartebereich am Gate E des Passagierterminals wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Mit Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Muss ich jetzt abbrechen, weil ich tanken muss kurz schnell. Ah ja. So, das reicht. Dann ist wieder schnell zurück zu Gate E. Die Außen schaffen es nicht mal mehr zur Wache richtig zurück. Das heißt, mein Chef muss mich dann heimschicken. Der fährt gegen die Wand, so ist es originell nicht. So A, B, C, D, E, F, G. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Hier ist die, so. Jetzt haben wir schon 8 Uhr. Nicht wie weglaufen! Ich hoffe, ihr habt Florian 1 verstanden. Wirklich ganz schnell. Danke, dass du mich anfährst. So, falsche Sicht, so. Wir wenden kurz, so. Jetzt fahren wir einfach ganz schnell zurück. Schicht ist ja schon vorbei. Seit einer halben Stunde, das heißt, ich beeile mich jetzt einfach ganz kurz. Los, bumm, bumm, mach schneller. So, der fährt immer noch viel zu langsam. So, der ist der Tower, da fahren wir jetzt also sehr schnell vorbei. So. Hier auf beiden die Vorfahrt schneiden. Jetzt sind wir schon quasi in unserer Wache, aber ich nehme jetzt nicht mehr die Zeit mehr rein. 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei aufwachen. Draußen stehen. So, das passt schon so, keine Sorge. Und dann mache ich einfach hier das Tor auf und renne einfach ganz schnell rein. Hier ist unsere Stechuhr. Hier melde ich mich jetzt einfach ab mit G. So, du hast deine Schicht hiermit beendet. So. Jetzt haben wir quasi schon 2 Spieltage, weil das Tutorial hat ja auch als Spieltag mitgezählt. Wir haben jetzt 450 Punkte bekommen. Die Schicht ist zu Ende. Ich benötige noch 550 Punkte, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Hiermit würde ich dann auch sagen, die Folge ist vorbei. Ich werde es immer so machen, dass ich jeden Stichtag als einzelne Folge aufnehmen werde. Und das heißt, die Schicht ist zu Ende. Das war es auch mit der Folge. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Tschüss.